zu allem, was wir über die Natur des Universums gelernt haben. Von der fundamentalen, elementaren Ebene bis hin zu den größten kosmischen Skalen, die wir ergründen könnten, sind wir absolut sicher, dass es noch viele große Entdeckungen zu machen gibt. Unsere derzeit besten Theorien sind natürlich spektakulär. Die Quantenfeldtheorie, die die elektromagnetische Wechselwirkung sowie die starke und schwache Kernkraft beschreiben. Dann die allgemeine Relativitätstheorie, die die Auswirkungen der Schwerkraft beschreibt. Wo immer sie in Frage gestellt wurden, von subatomaren bis hin zur kosmischen Größenordnung, haben sie stets gesiegt. Und doch können sie nicht einfach alles erklären, was es gibt. Mit der derzeitigen Physik können wir nicht erklären, warum es im Universum mehr Materie als Antimaterie gibt. Wir verstehen auch nicht, was die dunkle Materie ist, ob die dunkle Energie etwas anderes ist als eine kosmische Konstante und was vor dem Urknall war. Und auf einer fundamentalen Ebene wissen wir nicht, ob alle bekannten Kräfte in irgendeiner Weise unter einer übergreifenden Kraft vereint sind. Doch wir haben Hinweise darauf, dass es im Universum mehr gibt als das, was wir derzeit wissen. Aber ist eine neue, fundamentale Kraft darunter? Es ist möglich, und es gibt zwei völlig verrückte Wege, um dies zu untersuchen. Legen wir direkt los, und zwar mit Gewalt. Wenn man etwas bisher Unbekanntes im Universum aufdecken will, besteht ein Ansatz darin, es einfach auf eine extremere Art und Weise zu untersuchen, als man es je zuvor getan hat. Zum Beispiel könnten wir ein Teleskop bauen, das weiter in die Vergangenheit und mit höherer Auflösung als je zuvor sehen kann. Oder einen Teilchenbeschleuniger, der Teilchen mit höherer Energie als je zuvor zur Kollision bringen kann. Also der Ansatz der wirklich rohen Gewalt. Immer größer und immer stärker. Untersuchen wir das Universum unter extrem kleinen Bedingungen, als wir es jemals zuvor getan haben, und es könnte zu einer neuen Entdeckung führen, die uns eine Antwort liefert. Dies ist zumindest eine Option, die wir in Bezug auf das Universum immer erforschen sollten. Da unsere derzeitigen Grenzen in all diesen Bereichen nur durch die kombinierten Grenzen unserer Technologie gesetzt sind. Mit verbesserten Technologien können wir die extremen Grenzen des menschlichen Wissens extrem erweitern. Kein Trinkspiel draus machen, wie oft ich extrem sage. Der zweite Ansatz ist ein wenig präziser. Er ist hochpräzise. Alternativ nämlich können wir erkennen, dass unsere derzeitigen Theorien sehr genaue Vorhersagen machen und dass wir, wenn wir experimentelle Messungen bei der gleichen hohen Genauigkeit durchführen können, sehen können, ob es Abweichungen von den Vorhersagen gibt, die durch Experimente und Beobachtungen bestätigt wurden. Ein sehr komplexer Satz. Dies kann auf verschiedene Weise geschehen, unter anderem durch die Untersuchung einer immer größeren Anzahl von Teilchen, Kollisionen oder Ereignissen, durch immer genauere Kontrolle der Bedingungen der Versuchsparameter, durch die Erhöhung der Reinheit ihrer Proben und so weiter. Es gibt viele Möglichkeiten dazu und ich habe ein Haar im Gesicht. Einen Moment, vielen Dank. Jedes Mal, wenn wir versuchen, verbesserte experimentelle Verfahren anzuwenden oder durch die Beseitigung bekannter Fehlerquellen der Antwort nahezukommen, nach der wir suchen, können wir die Präzision erhöhen, mit der wir das Universum untersuchen können. Es sind diese hochpräzisen Ansätze, die in vielerlei Hinsicht am vielversprechendsten sind. Wenn es darum geht, eine neue Kraft zu entdecken, wenn man einen neuen Effekt sieht, selbst in der 10. oder 12. Nachkommastelle, der nicht mit den theoretischen Vorhersagen übereinstimmt, könnte dies ein Hinweis darauf sein, dass eine neue Kraft oder Wechselwirkung im Spiel ist. Der Schlüssel dazu ist die Suche nach den sogenannten Anomalien, also Stellen, an denen Theorie und Experiment nicht übereinstimmten. 2015 wurde ein Experiment durchgeführt, um das Verhalten des Beryllium-8-Kerns zu untersuchen. Beryllium-8 ist ein besonderer Atomkern, weil er ziemlich instabil ist. Das bedeutet, er hält nicht ewig, sondern zerfällt nach einer gewissen Zeit. Im normalen Zustand zerfällt er in zwei Helium-4-Kernen. Aber wenn Beryllium-8 zusätzliche Energie bekommt und somit angeregt wird, sollte er laut Theorie in ein Photon, also ein Lichtteilchen, und zwei Helium-4-Kernen zerfallen.
es hatte 2015 eine Überraschung parat. Anstelle des erwarteten Photons entstand manchmal ein Elektron-Positron-Paar. Ein Elektron ist ein winziges Teilchen mit negativer Ladung, das die Atome umkreist. Ein Positron ist das Gegenstück zum Elektron. Es hat dieselbe Masse, aber eine positive Ladung. Dass sie zusammen auftreten, ist nicht alltäglich und war in dem Kontext unerwartet, weil die Standardtheorien der Kernphysik vorhersagen, dass Beryllium-8 hauptsächlich in Photonen und Helium-8-Kern zerfällt. Doch das ist nicht alles. Ein weiteres überraschendes Ergebnis war, dass dieses Elektron und Positron nicht einfach in jede beliebige Richtung wegflogen. Sie taten dies in einem spezifischen Winkel zueinander, nämlich etwa 140 Grad. All dies war unerwartet, weil es den Vorhersagen nicht entsprach. Es wurde spekuliert, dass es möglicherweise ein bisher unbekanntes Teilchen oder eine unbekannte Kraft diese Beobachtung erklären konnte. Doch natürlich konnte es ein Fehler in den theoretischen Berechnungen sein oder ein Messfehler im Experiment. Das dürfen wir nicht ausschließen. Doch in diesem spezifischen Fall hat die betroffene Gruppe zuvor drei Ergebnisse vorgelegt, die jeweils die Entdeckung einer fünften Kraft und Hinweise auf neuartige Teilchen enthielten. Aber keines davon hat sich bewahrheitet. Die früheren Ergebnisse waren auf eine fehlerhafte Kalibrierung der Geräte zurückzuführen, und obwohl viele immer noch dieser Anomalie nachjagen, sollte ein Experiment namens Padme die Frage ein für alle Mal klären. Eine äußerst interessante Anomalie, die in den letzten Jahren in der Physik aufgetaucht ist, ist das Mion-G-2-Experiment, das gerade mit viel und wohlverdientem Aufsehen versorgt wird, denn die neuesten Ergebnisse sind veröffentlicht worden. Die Folge dazu seht ihr hier oben. Wo ich im Detail darauf eingegangen bin und erkläre, wie unglaublich wichtig das Experiment ist. Also um ein besseres Verständnis dafür zu bekommen, warum wir eine neue Kraft brauchen. Das Video unbedingt anschauen und dann wieder hierhin zurückkommen. Aber ich bespreche es nochmal. Und übrigens, ein Abo hier auf dem Kanal wäre ziemlich kräftig, was man nicht von dem Panel hinter mir sagen kann. Wenn man sehr genaue Vorhersagen hat und die Möglichkeit, sehr genaue experimentelle Ergebnisse zu erhalten, muss man das Experiment einfach machen. Es ist eine Chance, die Natur mit der größten Präzision aller Zeiten auf eine Weise zu testen, wie sie noch nie zuvor erforscht wurde. Wenn es eine Anomalie gibt, das heißt eine Nichtübereinstimmung zwischen theoretischen und experimentellen Ergebnissen, könnte dies ein Hinweis auf eine neue Physik sein. Und eine Form der neuen Physik, die auftreten könnte, ist die Entdeckung einer neuen fundamentalen Kraft natürlich. Also, hier geht es um das Mion-G-2-Experiment. Aus den jüngsten Ergebnissen des Fermilabs wissen wir, dass das gemessene G-2 für das Mion das hier beträgt. Das ist eine sehr, sehr präzise Antwort und unterscheidet sich deutlich von dem Wert hier. Es wurde also festgestellt, dass die gemessenen Ergebnisse des Experiments von den Vorhersagen des Standardmodells abweichen. Diese Abweichung wurde mit einer beeindruckenden 5-Sigma-Signifikanz gemessen. Es bedeutet, dass die Wahrscheinlichkeit, dass dieses Ereignis rein zufällig ist, extrem gering ist. Nämlich nur eine Chance in 3,5 Millionen. Das wäre normalerweise ausreichend, um von einer wissenschaftlichen Entdeckung zu sprechen. Bei der Präsentation der Ergebnisse wurde deutlich, dass die Forscher vom Fermilab ihr Experiment blind durchgeführt haben, um sicherzustellen, dass sie nicht von ihren Erwartungen beeinflusst werden. Das heißt also, sie wussten nicht wirklich, was sie erwartet, und sie haben es getestet. Die theoretischen Unsicherheiten, also wie genau unsere Theorien diese Art vom Experiment vorhersagen können, sind größer als zuerst angenommen. Dies wirft Fragen bezüglich der Bedeutung und Interpretation dieser Entdeckung auf. Das Kernproblem ist demnach nicht das Experiment selbst, sondern wie wir die Ergebnisse aufgrund unserer aktuellen Theorien interpretieren. Bei der Untersuchung des sogenannten gyromagnetischen Verhältnisses des Mions sind einige Dinge einfacher zu berechnen als andere. Und das ist ein großes Problem. Zum Beispiel elektromagnetische Effekte. Das Berechnen ihrer Beiträge ist ziemlich einfach und die Unsicherheit hierbei ist minimal. Nur etwa ein Teil pro Milliarde. Also theoretisch gesehen einfach nur verdammt präzise. Die schwache Kernwechselwirkung
Die Auswirkungen können wir auch ziemlich genau bestimmen. Die Unsicherheit hierbei liegt etwa 10 Teilen pro eine Milliarde. Das Problem beginnt allerdings, wenn wir über die starke Kernkraft sprechen. Das beinhaltet die Rolle von Dingen wie Quarks und Gluonen. Diese Beiträge präzise zu berechnen, ist keine einfache Aufgabe. Bei den schwachen und elektromagnetischen Wechselwirkungen nutzen wir bestimmte Methoden, aber bei der starken Wechselwirkung funktionieren diese nicht. Es gibt allerdings zwei Haupteinsätze. Air-Ratio-Methode. Hier verwenden wir Daten aus anderen Experimenten, um die Effekte abzuschätzen, was aber nicht wirklich präzise ist. Und es gibt die Gitter-QCD-Methode. Hier nutzen wir komplexe Berechnungen von Supercomputern. Und beide Methoden haben ihre Befürworter. Beide Gruppen sind ziemlich sicher, dass sie genau sind. Aber ihre Vorhersagen sind ziemlich unterschiedlich. Einige dieser Vorhersagen stimmen mit den jüngsten experimentellen Daten von Fermilab überein, andere tun das nicht. Was bedeutet das also für uns? Nun, es ist noch kein Beweis für eine fünfte Kraft in der Physik, aber es zeigt, wie wichtig das Myon-G-2-Experiment ist. Wir müssen sicherstellen, dass unsere theoretischen Vorhersagen mit dem übereinstimmen, was im Labor gemessen wird. Vielleicht könnten uns die Daten tatsächlich auf eine neue, fünfte fundamentale Kraft hinweisen. Aber um das herauszufinden, brauchen wir mehr Genauigkeit in unseren Theorien. Die Ergebnisse des Myon-G-2-Experiments sind ein großer Schritt in die richtige Richtung. Und die könnt ihr euch hier in dem Video anschauen. Okay, stell dir vor, es gibt ein geheimnisvolles Teilchen tief im Gewebe der Physik. Seit Ewigkeiten versuchen Forscher, seine verborgenen Kräfte zu verstehen. Und jetzt wurde das Teilchen endlich eingefangen. Doch es ergibt überhaupt keinen Sinn. Es sind Gleichungen, die unser Verständnis der Realität ins Wanken bringen könnten. Und jetzt reicht es mit der dramatischen Stimme. Hallo und ich bin wieder zurück aus meinem Urlaub. Gut aufpassen, die Folge wird hardcore. Seit mehr als einem halben Jahrhundert untersuchen Forscher die magnetischen Eigenschaften eines sehr flüchtigen subatomaren Teilchens namens Myon. Eine kürzlich durchgeführte Messung dieser Eigenschaft ist eine der genauesten Messungen in der gesamten Wissenschaft, die jemals durchgeführt wurde. Eine Messung, auf die wir uns also verlassen könnten. Doch als die Wissenschaftler ihr Ergebnis mit einer theoretischen Vorhersage verglichen, stimmten die beiden überhaupt nicht überein. Dies klingt nach einer kleinen Diskrepanz, doch tatsächlich stellt es gerade die komplette Welt der Physik auf den Kopf. Denn dies hat sehr große Auswirkungen. Wenn sich diese Diskrepanz bestätigt, könnten die Physiker gezwungen sein, ihre Theorien, die die Naturgesetze beschreiben, neu zu schreiben. Hier steht also eine Menge auf dem Spiel. Und wir werden, wie es für uns nun mal typisch ist, dem Ganzen genau auf den Zahn fühlen. Das Myon ist im Grunde genommen ein schwererer Cousin des bekannten Elektrons. Es ist ein subatomares Teilchen, ähnlich dem Elektron, aber mit einer Masse, die etwa 200 mal größer ist. Es gehört zu der Familie der Leptonen. Sie sind eine Gruppe von subatomaren Teilchen, die nicht stark wechselwirken. Die bekanntesten, die euch auch bekannt sind, ist natürlich das Elektron, das in der Hülle von Atomen zu finden ist. Das Myon, um was es hier gerade geht, und das Tau-Teilchen. Das Myon hat eine negative elektrische Ladung und sie sind instabil, so wie ich, und zerfallen typischerweise innerhalb von 2,2 Mikrosekunden. Aber wo finden wir sie? Sie können in der oberen Atmosphäre der Erde entstehen, wenn kosmische Strahlen, hochenergetische Partikel aus dem Weltraum, in die Erdatmosphäre eindringen und mit den Atomen, die wir hier so haben, kollidieren. Trotz ihrer kurzen Lebensdauer können einige Myonen die Erdoberfläche erreichen, bevor sie zerfallen. Und das passiert aufgrund der relativistischen Zeitdilatation bei hohen Geschwindigkeiten, was wiederum so viel heißt, dass die Teilchen für uns sehr schnell zerfallen, aber die Teilchen selbst erleben die Zeit einfach nur ein bisschen anders und können somit längere Strecken überwinden, als wenn sie mit der gleichen Geschwindigkeit die Zeit zu... Es ist verwirrend, schaut euch das Video dafür an, um mehr über die Zeitdilatation zu erfahren. Denn darum geht es hier eigentlich nicht. Zusammengefasst, durch ihre Geschwindigkeit können sie länger existieren. Mithilfe der Gesetze der Quantenmechanik lässt sich auch die Stärke des Magnetfelds für diese Art von Teilchen vorhersagen.
Und in dem Moment habe ich mich gefragt, wieso die Stärke des Magnetfelds überhaupt wichtig ist. Und hier kommt der Schlüssel und da müsst ihr jetzt mal aufpassen. Die Magnetstärke eines Teilchens, oft als sein magnetisches Moment bezeichnet, gibt Aufschluss darüber, wie das Teilchen in einem Magnetfeld reagiert. Für Teilchenphysiker ist das magnetische Moment von besonderem Interesse, weil es durch die fundamentalen Theorien, die die Eigenschaften von subatomaren Teilchen beschreiben, wie zum Beispiel das Standardmodell der Physik, genau vorhergesagt werden kann. Wenn das gemessene magnetische Moment eines Teilchens von der theoretischen Vorhersage abweicht, könnte dies ein Hinweis auf neue Physik jenseits des Standardmodells sein. Wenn also Messungen von den Vorhersagen des Standardmodells abweichen, könnte das bedeuten, dass es andere Teilchen oder andere Naturkräfte gibt, die die Abweichung verursachen und die bisher nicht im Standardmodell enthalten sind. Bei diesen Berechnungen, um die es heute geht, wird die Stärke des Magnetfelds durch eine dimensionslose Zahl namens G beschrieben. Aber das ist gar nicht so wichtig. Merken wir uns Folgendes. Es wurde vorhergesagt, dass G gleich 2 für Elektronen und Myonen gilt. Doch in den 50ern haben Wissenschaftler G für Elektronen genau gemessen und festgestellt, dass es etwa um 0,1% höher liegt. Das heißt, G ist ungefähr 2,002. Eine Messung für Myonen ergab das gleiche Ergebnis. Was als trivialer Unterschied erscheinen mag, denn die Zahlen sind so winzig, ist alles andere als das. Er veranlasste die Forscher, eine verbesserte Form der Quantenmechanik zu entwickeln, die Quantenelektrodynamik. Die, abgekürzt QED, enthält alle Merkwürdigkeiten der traditionellen Quantenmechanik und noch viel mehr. Ein Merkmal der QED ist, dass sie vorhersagt, dass der leere Raum gar nicht so leer ist. Stattdessen ist der Raum auf der Quantenebene ein recht komplizierter und wilder Ort, an dem subatomare Teilchen fast augenblicklich erscheinen und verschwinden. Dieses Phänomen wird dann manchmal als Quantenschaum bezeichnet und ich weiß, dass viele von euch sehr klug sind und ihr würdet meinen, dass die Quantenfluktuation hier auch mit gemeint ist. Ja, das habe ich mir auch gedacht, aber dann habe ich recherchiert, denn die Quantenfluktuation ist zwar hier gemeint in einem kleinen Teil, aber sie beziehen sich auf verschiedene Dinge. Quantenfluktuation bezieht sich auf die spontane Aktivität von Teilchen und Feldern im Vakuum, während Quantenschaum sich auf die Struktur der Raumzeit selbst und deren mögliche schäumige Natur auf extrem kleinen Skalen bezieht. Was wiederum heißt, dass ein Abo hier auf dem Kanal extrem, extrem schäumig wäre. Also ist der Quantenschaum die Ursache für die kleinen Verschiebungen der magnetischen Eigenschaften des Myons. Da das Myon eine elektrische Ladung hat, auch wenn sie negativ ist, übt es eine Kraft auf die Teilchen des Quantenschaums aus, wobei einige Teilchen näher herangezogen werden, während andere Teilchen leicht abgestoßen werden. Diese Veränderung der Verteilung der Teilchen im Schaum ist für die Abweichung von 0,1% verantwortlich. Da die Forscher an der Untersuchung des Quantenschaums und nicht an den grundlegenden Eigenschaften des Myons interessiert sind, ziehen Wissenschaftler, die dieses Phänomen untersuchen, manchmal den traditionellen Wert für G ab. Das Ergebnis wird als G-2 bezeichnet. Und das merken wir uns mal vorerst. Im Laufe der Jahrzehnte haben die Forscher immer genauere Messungen von G-2 vorgenommen. Vor etwa einem Jahrzehnt haben Wissenschaftler am Brookhaven National Laboratory in New York G-2 mit 7-stelliger Genauigkeit gemessen. Warum das so wichtig ist, dazu kommen wir gleich. Beim Vergleich mit den theoretischen Vorhersagen ergibt sich jedoch eine winzige Diskrepanz. Die beiden stimmen nicht ganz überein. Und es gibt mehrere mögliche Erklärungen für: die Messung ist falsch, die Vorhersage ist falsch oder beide sind richtig. Aber es gibt ein unbekanntes Phänomen, das in der anerkannten Theorie nicht enthalten ist. Wenn dies der Fall ist, ist die Differenz ein Zeichen für eine Entdeckung. Um zu überprüfen, ob die Messung korrekt war, verlegten die Forscher ihre Ausrüstung von Brookhaven zum Fermilab. Das Fermilab hat eine deutlich bessere Ausrüstung und sie haben natürlich auch einen leistungsfähigeren Beschleuniger. Nach beträchtlichen Anstrengungen zur Verbesserung der Apparatur zeichneten die Fermilab-Forscher mehrere Jahre lang Daten auf, um ihre Ergebnisse, die erst jetzt veröffentlicht wurden. Sie stimmten mit denen aus Brookhaven überein. Der Wert von G-2 für ein Myon beträgt eine Differenz. Wenn die experimentellen Messungen solide zu sein scheinen, wie sieht es dann mit den theoretischen Vorhersagen aus? Hier ist die Situation etwas komplizierter.
Die QED kann zumindest im Prinzip die Auswirkungen des Quantenschaums auf die magnetischen Eigenschaften des Myons vorhersagen. Das Problem ist, dass die Berechnungen extrem schwierig sind. Einige der Teilchen des Schaums interagieren ausschließlich über den Elektromagnetismus, der berechenbar ist. Keine Frage, kein Problem. Doch andere Schaumteilchen erfahren die sogenannte starke Kraft. Die ist wiederum dafür verantwortlich, dass Atome überhaupt erst irgendwie zusammengehalten werden. Und die ist wiederum viel schwieriger zu berechnen. Um die Dinge zu vereinfachen, verwendeten die Physiker Messungen aus früheren Experimenten, um die schwierigen Teile der theoretischen Berechnung zu ersetzen. Also hier haben wir einen Prozess des Ersetzens, dazu kommen wir später. Andere Forscher verfolgten jedoch einen anderen Ansatz, indem sie die Wirkung der starken Kraft auf die magnetischen Eigenschaften des Myons mithilfe von Computern berechneten. Ein Ansatz, der Gitter-QCD genannt wird. Und diese gitterbasierten Berechnungen stimmten nicht mit den früheren theoretischen Ansätzen überein, bei denen experimentelle Daten verwendet wurden. Und sie stimmten auch nicht mit den verschiedenen direkten Messungen von G-2 überein, wenn auch nur mit einer geringen Diskrepanz. Doch wir wissen, welche Auswirkungen geringe Diskrepanzen haben können. Angesichts dieser Unstimmigkeiten steht momentan die Wissenschaft auf den Kopf und viele Forscher konzentrieren sich darauf, das Problem zu lösen. Wobei einige die Technik verfolgen, schwierige Berechnungen durch Messung zu ersetzen, wie ich bereits erwähnt habe, und andere ziehen die Gitter-QCD-Methode vor und verfeinern sie auch. Also, was ist, wenn die Forscher zu einem Entschluss kommen, dass die Vorhersage immer noch nicht mit der Messung übereinstimmt? Dann erleben wir eine große Revolution der Physik. Und die Einsicht, dass den derzeitigen Theorien ein wichtiger Teil fehlt. Wenn dies zutrifft, besteht die Möglichkeit, dass es Teilchen im Quantenschaum gibt, von denen wir derzeit noch nichts wissen, eine bahnbrechende Aussicht. Wie geht es aber weiter? Die Theoretiker werden ihre Berechnungen weiter verfeinern, während die Experimentatoren weitere Daten sammeln und natürlich analysieren werden. Andere Physiker gehen natürlich davon aus, dass die Diskrepanz zwischen Messung und Vorhersage fortbestehen wird. Heute geht es um die Bragg-Glasphase. Sie ist eine extrem seltsame Phase der Materie, die bisher nur in der Theorie existierte. Doch nun wurde sie endlich in einem realen Material entdeckt. Die Phase dieser Materie hat eine seltsame und scheinbar paradoxe Anordnung von Atomen in einem Glasmaterial, in dem die Teilchen fast so angeordnet sind, wie sie in einem perfekten Kristall geordnet wären. Die Wissenschaftler waren sich nicht einmal sicher, ob Bragg Glass überhaupt existiert, aber es war da, versteckt in einer Legierung aus Palladium, die zwischen Schichten aus Terbium und Tellur eingefügt ist. Was eine Legierung ist und was das genau bedeutet, das klären wir im Lauf der Folge. Aber die Entdeckung, die von dem Physiker Krishnanand Malaya von der Cornell University geleitet und in Nature Physics veröffentlicht wurde, wirft nicht nur ein Licht auf die Art und Weise, wie sich Materialien verhalten können, sondern demonstriert eine leistungsstarke, neue Reihe von Techniken zur Untersuchung der atomaren Strukturen exotischer Materialien. Diese Entdeckung hat so einiges für unsere Zukunft zu bieten. Bleibt dran, um das Geheimnis der neuen Phase der Materie zu enthüllen. Vielleicht sollten wir zuallererst klären, was eine Phase ist, wenn wir über Material sprechen. Die Phasen, von denen wir sprechen, haben mit der Art und Weise zu tun, wie Atome und Moleküle angeordnet sind. Eine geordnete Phase zum Beispiel ist eine Phase, in der die Moleküle in einem kristallinen Festkörper in einem sauberen, geometrischen, dreidimensionalen Muster angeordnet sind. Viele reine Metalle wie Eisen, Kupfer und Aluminium sowie Legierungen wie Stahl und Messing haben kristalline Strukturen. Diese Materialien sind selbstverständlich grundlegend für Bauwesen, Fertigung, Elektronik und viele andere Industriezweige. Doch eine ungeordnete Phase ist ein wenig anders. Es ist eine Phase, in der die einzelnen Atome durcheinander sind. Sie sind durcheinander angeordnet. Flüssigkeiten sind auf diese Weise ungeordnet, aber auch einige Feststoffe wie zum Beispiel Glas. Diese Unordnung erlaubt zum Beispiel Transparenz, aber dazu kommen wir ein wenig später.
Und zwischen diesen Anordnungen sagten die Physiker die Existenz einer dritten Phase voraus. Das ist das Brickglas. Ein Brickglas ähnelt tatsächlich einem Puzzle, bei dem die Teile fast perfekt zusammenpassen, aber kleine Unregelmäßigkeiten das Bild leicht verzerrt erscheinen lassen. In diesem Material wollen sich winzige magnetische Linien, ähnlich einigen unsichtbaren Fäden, in einer ordentlichen Formation anordnen. Doch kleine Störungen im Material selber verhindern eine perfekte Anordnung. Trotzdem gelingt es den magnetischen Linien, eine Art Muster zu bilden, das zwar nicht perfekt, aber immer noch ziemlich geordnet ist. Doch wozu das Ganze? Wozu brauchen wir Brickglas? Wozu soll es gut sein? Nun, das werde ich erklären, aber ihr müsst wirklich gut aufpassen, okay? Denn genau nach diesem Brickglas wurde von Malaya und seinem Team gesucht. Sie dachten, es in einem Material finden zu können, das eine Ladungsdichtewelle, kurz CDW, enthält. Ein CDW ist tatsächlich ein sehr interessantes Phänomen, das in bestimmten Materialien auftritt. Besonders in solchen, die nur wenige Atomlagen dick sind, also quasi zweidimensional. Aber zwei Fragen. Wozu ist sie gut? Wozu ist eine CDW gut? Und wie kann ich mir sie eigentlich vorstellen? Also ersteres. Eine ladungsdichte Welle ist wie eine regelmäßige Welle von Elektronen in einem Material, die sich wiederholt und einzigartige Eigenschaften schafft. Sie kann dazu führen, dass das Material elektrischen Strom effizienter leitet, indem es die Elektronen in einer geordneten Weise fließen lässt. Zweiteres. Nun, stell dir vor, die Elektronen in einem Material sind normalerweise ja gleichmäßig verteilt, ähnlich wie die Zuschauer in einem Fußballstadion, die über die gesamten Ränge verteilt und gleichmäßig sitzen. Obwohl ich keine Ahnung von Fußball habe, bringe ich eine Analogie über Fußball, aber weiter im Text. Doch bei einer Ladungsdichtewelle gruppieren sich diese Elektronen oder Zuschauer in regelmäßigen Abständen zu dichteren Gruppen. Ähnlich wie wenn sich alle im Stadion in bestimmten Bereichen sammeln würden, während andere Bereiche natürlich leer bleiben. Diese Gruppierung bildet ein wellenartiges Muster über das Material, wobei die Dichte der Elektronen in einem rhythmischen Muster zu- und abnimmt. Doch aufpassen! Man mag sich das vorstellen wie eine Bewegung durch ein Material. Aber diese Welle ist nicht eine Bewegung der Elektronen durch das Material, sondern eine stehende Welle ihrer Verteilung. Eine regelmäßige Auf- und Abwendung der Elektronendichte, die fest im Material verankert ist. Aber wofür ist das alles wirklich gut? Wozu brauchen wir diese ladungsdichte Welle? Das ist ein wenig schwer zu beantworten, denn ladungsdichte Wellen finden sich zwar in sehr spezialisierten Materialien, die nicht unmittelbar in alltäglichen Produkten auftauchen. Aber die Prinzipien und Erkenntnisse, die aus der Forschung an CDWs gewonnen werden, haben wichtige Implikationen für Technologien, die wir dann tatsächlich täglich nutzen. Zum Beispiel dein Smartphone, Laptop oder Tablet. Es könnte schneller laufen, verbraucht weniger Energie und hat eine viel längere Akkulaufzeit, weil die Elektronikbauteile darin auf einer tieferen quantenmechanischen Ebene optimiert wurden. Diese Erkenntnisse, wenn wir die Erkenntnisse aus der CDW-Forschung gewinnen, könnten tatsächlich zur Entwicklung neuer Materialien führen, die diese Verbesserung ermöglichen, indem sie die Art und Weise, wie Elektronen durch die Bauteile fließen, viel effizienter machen. Für unsere Zukunft, also in 100 Jahren, könnte das folgendermaßen aussehen. In dieser Zukunft haben die Spambots, die Scammer und gefährliche Malware die Welt zu Asche verwandelt. Wir haben den Krieg verloren. Gekämpft haben wir und uns ständig gefragt, was hätten wir anders machen können? Was wäre passiert, wenn Streaming-Anbieter uns nicht regional von anderen Serien auf diesem Planeten so abgeschottet hätten? Hätten wir den Kampf gewonnen? Ja sicher, easy. Hi, ich bin's, Entropy. Aber ich existiere nur noch als eine Hand. Eine Hand, die damals, vor 100 Jahren, mal lieber NordVPN hätte installieren sollen. Wirklich? Ja, natürlich. Ich meine, stell dir vor, du hättest vor 100 Jahren die Chance, einfach mal NordVPN zu installieren. Du hättest einen super Bedrohungsschutz, der dich über die Schwachstellen in deinen Apps informiert. Hätten wir das mal gemacht. Hätten die Menschen damals doch nur meinen Link benutzt, nordvpn.com/entropywse, und sich einen riesigen Rabatt gesichert, dann wäre es vielleicht nicht so weit gekommen. Dann wäre vielleicht niemals rausgekommen, dass ich damals eine extrem große Bildersammlung von verführerisch gut aussehenden Karotten auf meinem Cloud-Server hatte.
NordVPN schätzt nämlich meine Privatsphäre und hätte mich damals durch ihre starke Verschlüsselung beschützen können. Oder weißt du noch damals, als 2025 The Office 2 rauskam und es nur für Kanada verfügbar war? Dadurch sind 2 Zivilkriege ausgebrochen. Mit NordVPN hätten wir The Office 2 überall auf der Welt genießen können. Selbst in Düsseldorf. Es war damals so unfassbar schnell. Es gab keine Tempolimits. Wenn das alles stimmt, wie hätten wir denn damals NordVPN bekommen können? Das wäre damals super einfach gewesen. Wenn jetzt also jemand diese Nachricht aus der Zukunft in der Vergangenheit noch durchschaut, dann mach Folgendes, und zwar super schnell. Sicher dir einen super Rabatt, indem du auf meinen Link klickst, nordvpn.com/entropydse. Schütze dich jetzt und verhindere diese Zukunft, in der ich als eine Hand leben muss. Denkst du, ich will das? Ich gebe zu, das war eine sehr komische Prophezeiung der Zukunft. Doch Malaya und sein Team suchten nach einem speziellen Zustand, der ähnliche Ordnungsprinzipien wie das Breakglass aufweist, aber in einem Material mit einer solchen Ladungsdichtewelle. Sie waren daran interessiert, wie sich diese geordneten Muster in Anwesenheit der CDW-Phänomene verhalten und ob diese Strukturen neue, einzigartige Eigenschaften offenbaren, die für technologische Anwendungen dann wiederum genutzt werden kann und für uns im Alltag tatsächlich greifbarer wird. Keine Sorge, das erkläre ich jetzt auch im Detail. In einer langreichweitigen geordneten Phase korreliert die CDW mit der Struktur des Materials und hält unbegrenzt an. Für einen ungeordneten Zustand bricht sie innerhalb einer endlichen Entfernung zusammen. Und bei Breakglass, was bisher immer noch theoretisch ist, löst sich die Korrelation auf. Allerdings viel langsamer und über eine längere Strecke als beim ungeordneten Zustand. Und sie scheint erst bei unendlicher Entfernung zu verschwinden. Was hier tatsächlich sehr wichtig wird. Das erkläre ich jetzt ein wenig einfacher, okay? Zuerst, was sind Phasen und wo finden wir sie eigentlich? Nun, langreichweitig geordnete Phasen. Diese findet man in Halbleiterbauelementen, die in nahezu allen elektronischen Geräten verwendet werden. Zum Beispiel Smartphones, Computern, Fernsehern. Halbleitermaterialien wie Silizium haben eine langreichweitige kristalline Anordnung, die für die Funktion von Transistoren und Chips essentiell ist, indem sie natürlich den gezielten Fluss von Elektronen ermöglichen. Ein ungeordneter Zustand. Das sind amorphe Materialien wie Glas und Fensterscheiben oder Bildschirme von Smartphones und Tablets. Diese Materialien haben keine langreichweitige Ordnung auf atomarer Ebene, was ihnen besondere optische und mechanische Eigenschaften verleiht, wie Transparenz und gleichmäßige Oberflächenbeschaffenheit. Und die dritte ist die Bricks-Glas-Phase, aber die haben wir ja bisher noch nicht entdeckt. Doch wir wären ja hier nicht bei Entropy, wenn das so geblieben wäre. Wir haben jetzt also gut abklären können, was diese Phasen sind. Die Frage ist jetzt, wie verhält sich so eine CDW in diesen Phasen drinne? Und auch hier keine Sorge, ich werde das im Detail erklären. Ich werde es aber versuchen, mit Analogien zu erklären, wie sich eine CDW in den Phasen verhält. Hier kannst du dir eine Welle vorstellen und sie bewegt sich über einen großen, ruhigen See. Die Welle kann sich weit und ungestört ausbreiten, ohne an Stärke zu verlieren. In einem Material entspricht dies einer Situation, in der die CDW sich perfekt mit der inneren Struktur des Materials verbindet und sich über das ganze Material ohne jegliche Unterbrechung ausbreitet. Das ist, als ob die Welle und der See in perfekter Harmonie sind. Hier, da kannst du dir etwas vorstellen wie eine Welle, die auf eine Gruppe von Felsen trifft, die nahe am Ufer liegen. Die Welle wird gestört, bricht auseinander und verliert schnell an Stärke, sobald sie auf die Hindernisse trifft. In einem Material bricht die CDW in Anwesenheit von Unordnung, wie Verunreinigung oder Defekte, ebenfalls zusammen und kann sich nur über eine begrenzte Entfernung halten, bevor sie ihre eigene Struktur verliert. In diesem Fall ist es, als ob die Welle auf eine sanft abfallende Sandbank trifft. Die Welle wird langsamer und breitet sich weniger stark aus als auf dem offenen Wasser, aber sie verschwindet nicht sofort. Stattdessen verliert sie allmählich und über eine viel längere Strecke an Stärke. Im Material behält die CDW trotz der Unordnung eine Art von Ordnung bei, die sich über eine lange Distanz erstreckt, aber nicht so perfekt ist wie im ideal geordneten Zustand. Die Korrelation zwischen den Wellenmustern der Elektronen und der Materialstruktur löst sich nur sehr langsam auf und scheint theoretisch erst bei unendlicher Entfernung vollständig zu verschwinden. Und genau hier geht es los.
Das Team von der Cornell University haben einen Weg gefunden, die schwer fassbare Bragg-Glasfaser in Materialien durch eine Kombination aus fortschrittlichen Experimenten und Datenanalysen zu identifizieren. Sie nutzten etwas Bestimmtes, ein Material, das sich für ihre Untersuchung eignete, und sie setzten es im Argonne National Laboratory Röntgenstrahlen aus, um dann die Struktur im Inneren zu analysieren, mit einem speziellen Data-Analyse-Tool, dem X-Ray Temperature Clustering oder kurz X-TAC. So konnten sie tausende von CDW-Peaks analysieren und so die Existenz der Brick-Glas-Phase nachweisen. Malaya und sein Team behaupten anhand der CDW-Peak-Asymmetrie endlich die Existenz der Bragg-Glasfaser zu identifizieren und damit ihre reale Existenz experimentell bestätigt zu haben. Und dies stellt einen bedeutenden Fortschritt im Verständnis dieser schwer fassbaren Phase dar. Doch was bringt es mir? Was bringt es dir, wenn sie jetzt dieses Bragg-Glas, wenn die Bragg-Glasfaser entdeckt haben? Nun, die Anwendung könnte in der Zukunft vor allem in der Entwicklung von Hochleistungselektronik und fortschrittlichen Supraleitern liegen. Also zum Beispiel in der Medizin, MRT-Geräte oder verlustfreie Stromübertragung und natürlich Quantencomputern. Aber auch das würde uns irgendwie nicht helfen. Aber dazu kommen fortschrittliche Technologien, die zum Beispiel bei Smartphones für viel längere Akkulaufzeiten sorgen werden. Und das in Kombination mit dem wohl größten Durchbruch des Jahres, direkt aus Deutschland, könnte die Zukunft der Technologien echt gut aussehen. Deutsche Forscher haben nämlich geschafft, einen Zeitkristall stabil zu halten, und das für eine unbestimmte Zeit. Was vorher nur Bruchteilen von Sekunden gehalten werden konnte, kann jetzt für immer stabil bleiben. Im Jahr 2017 schickte eine Kilanova Licht- und Gravitationswellen durch das Universum. Hier auf der Erde kam das Signal mit einer Verzögerung von 1,7 Sekunden an. Warum? Es gibt eine wichtige Regel in der Relativitätstheorie, der, soweit wir wissen, alle Objekte gehorchen müssen. Wenn man sich ohne Masse durch das Vakuum des Weltraums bewegt, ist man gezwungen, sich genau mit der Lichtgeschwindigkeit zu bewegen. Dies sollte auch, wie wir in diesem Video festgestellt haben, auch für Gravitation zutreffen. Selbst wenn die Schwerkraft nicht von Natur aus quantenmechanisch ist, sollte die Geschwindigkeit der Schwerkraft genau gleich der Lichtgeschwindigkeit sein. Doch als wir die erste Verschmelzung von Neutronensternen sowohl mit Gravitationswellen als auch mit Licht beobachteten, waren die Gravitationswellen mit einem beträchtlichen messbaren Vorsprung zuerst hier auf der Erde. Mit fast 2 Sekunden. Was ist die Erklärung dafür? Auch wenn das Signal aus einer Entfernung von 130 Millionen Lichtjahren kam, sollte die Entfernung keine Rolle spielen. Wenn die Signale zur gleichen Zeit erzeugt wurden, sich mit der gleichen Geschwindigkeit bewegen und den gleichen Weg nehmen, dann sollten sie auch zur gleichen Zeit angekommen sein. Was passiert hier? Am 17. August 2017 kam das Signal eines Ereignisses, das 130 Millionen Lichtjahre entfernt stattfand, endlich auf der Erde an. Irgendwo in einer weit entfernten Galaxie waren 2 Neutronensterne in einen Gravitationstanz verwickelt, bei dem sie einander mit Geschwindigkeiten umkreisten, die einen erheblichen Bruchteil der Lichtgeschwindigkeit erreichten. Dabei verzerrten sie das Raumgefüge, sowohl durch ihre Masse als auch durch ihre Bewegung relativ zu dem gekrümmten Raum, durch den sie sich bewegten. Wenn Massen durch den gekrümmten Raum beschleunigt werden, senden sie winzige Mengen unsichtbarer Strahlung aus, die für alle lichtbasierten Teleskope unsichtbar sind. Gravitationsstrahlung. Diese Gravitationswellen verhalten sich wie Wellen im Gewebe der Raumzeit selbst, die Energie aus dem System abführen und den Zerfall der gegenseitigen Umlaufbahnen bewirken. Im Laufe der Zeit begannen sich die beiden Neutronensterne zu inspirieren. Sie kamen sich also nahe, wobei die Gravitationswellen die Energie der Umlaufbahn abtransportierten, sodass die beiden Objekte immer näher zusammenrückten. In einem kritischen Moment kamen die beiden sich sehr nahe, dass sie sich irgendwann physisch berührten, was zu einer der spektakulärsten wissenschaftlichen Entdeckungen aller Zeiten führte.
Sobald die beiden Sterne kollidierten, endete das Gravitationswellensignal abrupt. Alles, was die Detektoren auf der Erde sahen, stammte aus der Inspirationsphase bis zu diesem Moment. Danach herrschte absolute Gravitationswellenstille. Ein schwarzes Loch wurde geboren. Und dann geschah es. 1,7 Sekunden später, nachdem das Gravitationswellensignal erloschen war, traf das erste Signal ein. Gammastrahlen, die in einem einzigen, gewaltigen Ausbruch ankamen. In den kommenden Wochen begann das Licht auch in anderen Wellenlängen zu leuchten, da fast 100 professionelle Observatorien das spektakuläre Nachglühen der Neutronensternverschmelzung beobachteten. Einerseits ist dies wirklich bemerkenswert. Das Ereignis fand in einer Entfernung von 130 Millionen Lichtjahren statt. Weit genug entfernt, dass das Licht 130 Millionen Jahre brauchte, um von der Galaxie, wo es halt stattfand, zu uns zu gelangen. Damals, als diese Verschmelzung stattfand, war der Planet Erde ein ganz anderer Ort. Gefiederte Vögel gab es erst seit 20 Millionen Jahren. Die ersten blühenden Pflanzen waren gerade erst in der Entstehung und die größten Dinosaurier waren noch nicht geboren, was erst in 30 Millionen Jahren der Fall sein sollte. Während dieser ganzen Zeit, von damals bis heute, reisten sowohl das Licht als auch die Gravitationswellen dieses Ereignisses durch das Universum und bewegten sich mit der einzigen Geschwindigkeit, die sie erreichen konnten, der Lichtgeschwindigkeit, bis sie nach einer Reise von 130 Millionen Jahren auf der Erde ankamen. Zuerst trafen die Gravitationswellen aus der Inspirationsphase ein und bewegten die Spiegel unserer Gravitationswellendetektoren um einen unglaublich kleinen Beitrag. Weniger als ein Zehntausendstel der Größe eines einzelnen Protons. Und dann, nur 1,7 Sekunden nach dem Ende des Gravitationswellenereignisses, traf auch schon das erste Licht des Ereignisses ein. Damit hatten wir sofort die beeindruckendste physikalische Messung der Gravitationsgeschwindigkeit, die es je gab. Sie entsprach der Lichtgeschwindigkeit zu mehr als einem Teil in einer Billiarde. Die beiden Wellen trafen in weniger als 2 Sekunden Abstand voneinander ein. Zuvor hatten wir zwar ausgezeichnete theoretische Gründe für die Annahme, dass die Schwerkraftgeschwindigkeit gleich der Lichtgeschwindigkeit sein müsste, aber wir hatten nur indirekte Hinweise darauf, dass die beiden mit einer Genauigkeit von etwa 0,2% übereinstimmen. Die Verbesserung unserer Beschränkungen um mehr als 12 Größenordnungen mit einer einzigen Beobachtung stellt den größten Sprung dar, der mit einer einzigen Messung in der Geschichte der Menschheit erreicht werden konnte. Aber bedeutet dies nun, dass die Geschwindigkeit der Schwerkraft und die Lichtgeschwindigkeit nicht ganz gleich sind? Dass sich vielleicht entweder die Schwerkraft etwas schneller als c bewegt? Oder dass sich das Licht selbst ein winziges bisschen langsamer als die Lichtgeschwindigkeit bewegt? So als hätte es eine winzige, aber von null abweichende verschiedene Ruhemasse. Einfach ausgedrückt, wenn Licht eine Ruhemasse ungleich Null hätte und diese Masse schwer genug wäre, um zu erklären, warum Gravitationswellen 1,7 Sekunden früher als Licht ankommen, nachdem sie 130 Millionen Lichtjahre durch das Universum gereist sind, dann würden wir Radiowellen beobachten, die sich deutlich langsamer als mit Lichtgeschwindigkeit fortbewegen. Zu langsam, um mit dem zu übereinstimmen, was wir bereits beobachtet haben. Das ist ein großes Problem. Die Herausforderung besteht darin, die richtige Erklärung zu finden, die zu allen Facetten unserer Beobachtung passt und dennoch eine gute Vorhersagekraft für die Signale hat, die im Vergleich zu den tatsächlichen aufgetretenen Signalen auftreten sollten. Doch das wäre irgendwie nicht möglich. Das würde fast an Magie grenzen. Und doch haben es Wissenschaftler irgendwie geschafft. Der Schlüssel liegt darin, über die Objekte nachzudenken, die miteinander verschmelzen, über die Physik, die dabei im Spiel ist, und über die Signale, die sie wahrscheinlich erzeugen werden. Wir haben dies bereits für die Gravitationswellen getan und detailliert beschrieben, wie sie während der Kollidierungsphasen erzeugt werden und nach der Verschmelzung wieder verschwinden. Jetzt ist es an der Zeit, ein wenig tiefer zu gehen und über das Licht nachzudenken. Bis diese beiden Neutronensterne sich berührten, wurde kein zusätzliches Licht erzeugt. Sie leuchteten einfach so, wie Neutronensterne leuchten. Schwach, bei hohen Temperaturen, aber mit winziger Oberfläche und selbst mit unserer heutigen Technologie aus 130 Millionen Lichtjahren Entfernung völlig unauffindbar.
Neutronensterne sind nicht wie schwarze Löcher. Sie sind nicht punktförmig. Stattdessen sind sie kompakte Objekte, typischerweise mit einem Durchmesser von 20 bis 40 Kilometern, aber dichter als ein Atomkern. Sie werden Neutronensterne genannt, weil sie zu etwa 90% aus Neutronen bestehen, mit anderen Atomkernen und ein paar Elektronen am äußeren Rand. Wenn zwei Neutronensterne zusammenstoßen, gibt es drei Möglichkeiten, die sich daraus ergeben. Sie können einen weiteren Neutronenstern bilden. Sie können auch kurzzeitig einen Neutronenstern bilden, der dann aber in weniger als einer Sekunde zu einem schwarzen Loch kollabiert. Oder man kann direkt ein schwarzes Loch bilden, ohne diesen Zwischenschritt. Aus dem Gravitationswellensignal, das bei dem Ereignis mit der offiziellen Bezeichnung GW170817 auftrat, wissen wir, dass dieses Ereignis in die zweite Kategorie fällt. Das Signal der Verschmelzung und das Signal nach der Verschmelzung existierten einige hundert Millisekunden lang, bevor es in einem Augenblick vollständig verschwand. Was wiederum darauf hindeutet, dass sich für eine kurze Zeit ein weiterer Neutronenstern bildete, bevor sich ein Ereignishorizont bildete und das Ganze verschlang. Aber trotzdem ist dann ja irgendwie noch Licht ausgetreten. Die nächste Frage ist einfach. Wie? Wir müssen hier bedenken, es entstand ein schwarzes Loch und es entstand ein kurzer Neutronenstern. Aber wir hatten das Licht bereits. Das heißt, woher kam der Gamma-Ausbruch? Wie wurde also das Licht, das wir beobachtet haben, erzeugt? Und auch hier gibt es drei Möglichkeiten, die wir uns tatsächlich vorstellen können. Es geschah unmittelbar, sobald sich die Neutronensterne berührten, durch Prozesse, die in ihren Oberflächen abgelaufen sind. Oder erst nachdem das Material abgestoßen wurde, wo es mit dem umgebenden Material zusammengestoßen ist und daraus dann Licht erzeugt wurde. Oder aus dem Inneren von Neutronensternen, wodurch Reaktionen Energie erzeugt wird, die erst dann abgestrahlt wird, wenn sie sich nach außen ausbreitet. In jedem Szenario breiten sich die Gravitationswellen tatsächlich ungestört aus, sobald das Signal erzeugt wurde. Aber das Licht benötigt eine zusätzliche Zeit, um nach außen zu gelangen. Jedes dieser Szenarien könnte die Verzögerung von 1,7 Sekunden bei der Ankunft des Lichts in Bezug auf Gravitationswellen leicht erklären. Am 25. April 2019 konnten wir jedoch eine weitere Neutronensternverschmelzung in Gravitationswellen beobachten, die massereicher war als unsere vorherige Verschmelzung. Es wurde keinerlei Licht emittiert, was gegen das erste Szenario spricht. Und es sieht so aus, als ob Neutronensterne kein Licht erzeugen, sobald sie sich berühren. Stattdessen erfolgt die Lichtemission erst nach der Emission von Gravitationswellen. Mit nur zwei direkten Nachweisen von verschmelzenden Neutronensternen durch die Emission von Gravitationswellen. Es ist ein Beweis dafür, wie unglaublich präzise die Wissenschaft der Gravitationswellenastronomie geworden ist, dass wir alles, was wir haben, rekonstruieren können. Wenn man die elektromagnetischen Folgebeobachtungen des Ereignisses von 2017 hinzunimmt, bei dem ebenfalls Licht erzeugt wurde, haben wir definitiv gezeigt, dass ein großer Teil der schwersten Elemente in unserem Universum, einschließlich Gold, Platin, Jod und Uran, aus diesen Neutronensternverschmelzungen stammt. Das Licht wird erst nach dem Ende des Gravitationswellenereignisses erzeugt und kann durch den Durchgang durch das Material weiter verzögert werden. Obwohl sich Licht und Schwerkraft in einem Vakuum genau mit Lichtgeschwindigkeit bewegen, kam das Licht, das wir gesehen haben, deshalb erst fast 2 Sekunden nach dem Ende des Gravitationswellensignals an. Hast du dich jemals gefragt, wie es aussehen würde, wenn man die geheimnisvollen und oft verwirrenden Prozesse der Quantenmechanik und Quantenverschränkung direkt beobachten könnte? Es klingt fast wie Science Fiction, oder? Aber jetzt gibt es eine Möglichkeit dazu. Es gibt eine Methode, die genau das ermöglicht. Sie bringt die abstrakten Konzepte der Quantenwelt in eine greifbare und sichtbare Realität. Du musst nicht länger versuchen, dir diese komplexen Phänomene vorzustellen. Die Quantenmechanik ist ein überaus spannender Bereich, der die Regeln, wie wir die Welt um uns herum verstehen, einfach anders definiert. Im Gegensatz zur klassischen Physik, die super funktioniert, um Dinge wie den Flug eines Balls oder die Umlaufbahn eines Planeten zu beschreiben, befasst sich die Quantenmechanik mit den seltsamen und oft kontraintuitiven Verhaltensweisen von winzigen Teilchen.
Doch es war immer eine unfassbar schwierige Aufgabe, um diese kleine Welt auch sichtbar zu machen. Bis jetzt. Innerhalb dieser Quantenwelt gibt es ein Phänomen namens Verschränkung. Das ist, wenn zum Beispiel zwei Photonen, also die kleinsten Lichtteilchen, auf eine Art und Weise miteinander verbunden sind, dass das, was mit dem einen passiert, sofort das andere beeinflusst, egal wie weit sie voneinander entfernt sind. Ein weiterer Schlüsselbegriff in der Quantenmechanik ist die Wellenfunktion. In dieser Mikrowelt ist die Wellenfunktion ein zentrales Konzept. Mathematisch gesehen repräsentiert sie den Zustand eines Quantensystems und enthält alle möglichen Informationen über dieses System. Die Wellenfunktion gibt uns Wahrscheinlichkeitsamplituden darüber, wo ein Teilchen zu einem gegebenen Zeitpunkt gefunden werden kann. Sie erlaubt uns nicht nur zu sagen, wo ein Teilchen wahrscheinlich ist, sondern auch mit welcher Wahrscheinlichkeit es in einem bestimmten Zustand ist. Wenn tatsächlich eine Messung an einem Quantensystem durchgeführt wird, zwingt der Akt der Messung das System dazu, einen dieser möglichen Zustände auszuwählen und diesen Zustand zu realisieren. Dieser abrupte Übergang von einer Überlagerung von Möglichkeiten zu einem konkreten Ergebnis wird als Kollaps der Wellenfunktion bezeichnet. Und ein klassisches Beispiel dafür ist das Doppelspaltexperiment. In dem Doppelspaltexperiment wird ein Strahl von Teilchen, zum Beispiel Elektronen oder Photonen, auf eine Barriere mit zwei sehr eng beieinander liegenden Schlitzen gedrichtet. Hinter dieser Barriere befindet sich ein Detektor, zum Beispiel ein Bildschirm, der registriert, wo jedes Teilchen landet. Würde man sich auf die klassische Physik verlassen, würde man erwarten, dass die Teilchen entweder durch den einen oder den anderen Spalt gehen und dann auf dem Detektor zwei getrennte Streifen hinterlassen. Einen hinter jedem Spalt. Wenn man jedoch den Detektor betrachtet, ohne zu versuchen herauszufinden, durch welchen der beiden Spalten das Teilchen gegangen ist, bemerkt man ein Interferenzmuster. Dieses Muster zeigt helle und dunkle Streifen auf dem Detektor. Das Interferenzmuster entsteht. Wenn Wellen sich überlagern, bei konstruktiver Interferenz, also wenn die Wellen oder Wellentäler von zwei Wellen zusammentreffen, da wird ein heller Streifen erzeugt. Bei destruktiver Interferenz, wenn der Wellenberg der einen Welle auf das Wellental der anderen trifft, ein dunkler Streifen. Das Muster deutet also darauf hin, dass das Elektron sich wie eine Welle verhält, das sich durch beide Spalte gleichzeitig ausbreitet und mit sich selbst interagiert. Jetzt wird es allerdings noch merkwürdiger. Wenn man versucht zu messen, durch welchen Spalt jedes Teilchen geht, zum Beispiel durch das Anbringen eines Detektors an einem Spalt, verschwindet das Interferenzmuster und es erscheinen die erwarteten zwei Streifen auf dem Hauptdetektor. Dies impliziert, dass die bloße Beobachtung oder Messung beeinflusst, wie sich das Teilchen verhält. Und dieses Experiment zeigt, dass Teilchen wie Elektronen sich sowohl wie Teilchen als auch wie Wellen verhalten können. Ein Phänomen, das als Welle-Teilchen-Dualismus bekannt ist. Wenn man das Verhalten des Teilchens nicht misst, also nicht beobachtet, zeigt es Welleneigenschaften und erzeugt ein Interferenzmuster. Sobald man jedoch eine Messung vornimmt und beobachtet, welchen Teil oder welchen Weg das Teilchen nimmt, kollabiert die Wellenfunktion und das Teilchen erzeugt wieder Teilcheneigenschaften. Das Interferenzmuster verschwindet und es verhält sich so, als wäre das Teilchen durch nur einen Spalt gegangen. Die Wellenfunktion ist verständlicherweise ein debattiertes und philosophisch hinterfragtes Konzept. Es stellt die Frage, warum und wie genau der Messprozess die Realität beeinflusst und zu welchem Zeitpunkt genau der Kollaps auftritt. Und bisher war es eine echte Herausforderung, die Wellenfunktion direkt zu visualisieren, besonders bei verschränkten Systemen. Es war ein komplexes Unterfangen, allein für unsere Fantasie solch ein Prozess sich erst vorzustellen. Die Messung einer Eigenschaft des Photons würde die Wellenfunktion in einem bestimmten Zustand kollabieren lassen und aufgrund der Verschränkung wird diese Veränderung vom verschränkten Partner sofort wahrgenommen, egal wie weit es sich entfernt hat. Und es klingt nach einem Nachteil,
Doppeles ist es gar nicht. Aber dazu kommen wir gleich. Um die Eigenschaft eines Quantenzustands zu verstehen, sind viele Messungen erforderlich. Und je komplexer der Zustand ist, desto mehr Messungen sind nötig. Übrigens, ein Abo auf dem Kanal wäre hier ziemlich funktional. Und genau hier eilt uns die digitale Biphoton-Holographie zu Hilfe. Dieser Ansatz ermöglicht es, die Wellenfunktion von verschränkten Photonen in Echtzeit zu visualisieren, indem Interferenzmuster erzeugt werden, die sich aus der Überlagerung eines bekannten Quantenzustands mit dem unbekannten Zustand ergeben. Und ich könnte ja so viel quatschen, wie ich will, aber so sieht das aus. Und ich finde, das ist ziemlich unglaublich. Die Biphoton-Holographie, versucht das mal sehr schnell auszusprechen, gar nicht so leicht, nutzt die Eigenschaft verschränkter Photonen und die Phänomene der Interferenz, um ein detailliertes Bild, also ein Hologramm, eines Quantensystems zu erzeugen. Dieses Hologramm liefert wertvolle Informationen über die Wellenfunktion des Systems. Die Methode beginnt mit einer spezialisierten Lichtquelle, die in der Lage ist, verschränkte Photonenpaare zu erzeugen. Die besondere Natur dieser Photonen besteht darin, dass sie in einem Zustand sind, in dem die Messungen eines Photons den Zustand des anderen sofort festlegt, unabhängig von ihrer Entfernung zueinander. Ein Photon des verschränkten Paares wird dann in einem Interferometer geleitet, indem es mit einem Photon aus einem bekannten Zustand überlagert wird. Hier entsteht ein Interferenzmuster aus der Überlagerung, ein Muster aus hellen und dunklen Streifen. Währenddessen wird das andere Photon des verschränkten Paares durch ein Detektionssystem erfasst. Die Stelle, an der dieses Photon detektiert wird, gibt Aufschluss über die Eigenschaften des Interferenzmusters des ersten Photons. Dies ist das Herzstück der Biphoton-Holographie. Die Tatsache, dass die Informationen von einem Photon zum anderen übertragen werden können, aufgrund ihrer verschränkten Natur, ist hier der Schlüssel. Durch Kombinieren der Daten aus diesen beiden Vorgängen kann tatsächlich ein Hologramm erstellt werden, das die Wellenfunktion des Quantensystems repräsentiert. Dieses Hologramm wird dann analysiert, um ein tiefes Verständnis des untersuchten Quantensystems zu erhalten. Die Biphoton-Holographie bietet eine deutlich effizientere Methode zur Untersuchung von Quantensystemen im Vergleich zu herkömmlichen Techniken. Die Fähigkeit, die Wellenfunktion eines Systems direkt und effizient zu visualisieren, kann beispielsweise in der Quanteninformationsverarbeitung oder in der Quantenkommunikation von unschätzbarem Wert sein. Aber das ist nicht nur ein interessanter theoretischer Ansatz. Diese Methode stützt sich auf ein Kamerasystem, das Ereignisse mit einer Auflösung von Nanosekunden auf jedem Pixel aufzeichnen kann. Diese Methode ist tatsächlich exponentiell schneller als frühere Techniken und benötigt nur Minuten oder Sekunden statt Tage. Wichtig ist, dass die Erkennungszeit nicht von der Komplexität des Systems beeinflusst wird, was noch viel beeindruckender ist. Eine Lösung für das seit langem bekannte bevorstehende Problem. Es ist eine Lösung für das nun ein Problem der Visualisierung. Wir können tatsächlich solche Sachen ein wenig besser skalieren und sehen. Die Ergebnisse und die Bilder sind natürlich in der Videobeschreibung verlinkt für euch, falls ihr sie nachlesen möchtet, und ich kann es euch nur empfehlen. Ansonsten empfehle ich euch unbedingt das Video hier anzuschauen, sonst werde ich ziemlich böse. Ich bedanke mich fürs Zusehen, bis zur nächsten Episode. Schaut das Video.